Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Stellaris Federations, beziehungsweise jetzt wo es raus ist. Ist es allgemein Stellaris? Ja, wir haben immer noch unseren Federations DLC natürlich am Laufen und ja, versuchen irgendwie jetzt hier mit unseren kleinen Lobbyisten irgendwie zu Rande zu kommen, was nach wie vor nicht ganz so einfach ist. Denn uns wurde in einigen Stellen jetzt ein bisschen der Rang abgelaufen und wir haben auch, ich sag's jetzt mal, unter Umständen Schwierigkeiten, uns hier weiterhin sauber auszubreiten. Bin ich eigentlich hier schon dabei, das hier alles abzubauen? Ja, bin ich. Ich sichere mir hier natürlich noch Räume so gut, wie es geht. Aber so langsam aber sicher heißt das natürlich aber auch für uns, dass wir uns hier noch anderweitig irgendwie Gebiete sichern müssen. Auch wenn das langsam aber sicher echt schwierig wird. Also wahrscheinlich wird es kaum anders gehen, als es eventuell vielleicht auch über eine kriegerische Konfrontation hinauslaufen zu lassen. Blöd ist halt, hier können wir halt immer noch nicht hin. Das ist immer noch dieses blöde gefallene Reich. Und dann auch noch die schlimme Variante. Militante Isolationisten. Ich glaube, die sind ziemlich stinksauer, wenn man bei ihnen reingeht. Ne? Die fanatisch Xenophoben. Die schlimmste Version, die man finden kann. Ich darf hier also nicht siedeln. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Lass uns mal weiterlaufen. Und unsere Forschung sorgt auch nicht gerade dafür, dass wir hier irgendwie schnell aus der Suppe rauskommen. Alles Dinge, über die wir noch längere Zeit irgendwie zu kauen haben werden. Oh, eine starke Gravitation. An und für sich eine coole Sache, eine starke Gravitation. Mit den Distrikten, der Rest ist nicht so geil. So, und jetzt müssen wir einfach mal hier ganz ruhig beobachten, was jetzt hier alles noch geht. Selbst in Sachen Forschung kommen wir nicht so richtig voran. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe da so auch so ein bisschen Pech gehabt, was die Reihenfolge angeht. Was ist jetzt los? Das ist mal wieder ein interessanter Bug. Irgendwas mit Federation Name. Hier würde ich mehr Hinzufügen des Modifikators auf von mehr Einigkeit. Oder Einigkeit pro Monat für 60 Monate und mehr Zufriedenheit oder einfach mal nur so direkt 384. 384 würden bedeuten, dass ich hier einen guten Schritt nach vorne mache. Wenn ich jetzt 15% mehr mache, das sind dann halt gerade mal ja 4,5 mehr pro Monat auf 60 Monate, ist netto halt besser. Macht die monatliche Einigkeit. Nehmen wir die monatliche Einigkeit. So. Und ich guck mal, ob ich mit diesen Zweigstellen noch irgendwas machen kann. Ich hätte halt gerne mehr, aber wir stehen halt einfach noch zu sehr am Anfang. Komet gesichtet. Schön. Wir stehen zu sehr am Anfang, als dass wir da großartig was machen könnten. Wir sind ja voll. Mit dem Ding hier drin. Ey. We built something. Voll im Sandwich hier. Sandwich aus der Hölle. Irgendwie noch hier diese Forschungsstation. Ja, wir können uns leider nicht mehr weiter ausbreiten, ne? Wäre wahrscheinlich besser gewesen, meine lieben Allianz-Dudes hier auszuschalten, als ich es noch konnte. Asteroidenfauna, sehr, sehr schön. Moment, diplomatische Bedeutung von Wirtschaft plus 20%. Ja, unterstütze ich jetzt einfach mal. Ich bin ja ein Freund der Wirtschaft. Bewegen. Das hier hätte ich noch ganz, ganz gerne. Und ich wäre auch so langsam, aber sicher echt mal ein Fan davon, wenn ich hier mal was schneller forschen durfte, aber ihr seht, wie lange der ganze Scheiß dauert. Meine Planeten entwickeln sich einfach nicht in einem zufriedenstellenden Maße. Leider, leider nicht. Eventuell muss ich das hier abreißen und lieber nochmal eine Forschungsanstalt hinpacken. Research complete. Habe ich halt weniger Handelswert. So, Weltraum amöben wie für immer. Ich nehme hier natürlich ausweichen und nicht den regenerativen Rumpfgewebe, weil das kann ich so oder so immer erforschen, aber ausweichen ist ein Fixbonus, den man immer brauchen kann. So, weiteres Forschungslabor.
Und was jetzt los? Ein Beschluss wurde verabschiedet. Wunderbar. Bloß, der hilft mir wahrscheinlich relativ wenig, befürchte ich. Ich bin jetzt bei 417, bin immer noch der Unterste. Oh, der nuministische Orden möchte wieder was verkaufen. Was möchte er mir verkaufen? Die Datenmodellierung. Ach, dieses Mal nehme ich sie. 3500. Technology discovered. Red. Ja, jetzt habe ich eine coole Tech hier bekommen. Mehr Energy Credits aus Jobs. Das ist natürlich super duper. Ja, warum noch das da? Und das Vengralische Triumvirat möchte mir ebenfalls was verkaufen. Was ist dieses Mal? Hinzufügen des Modifikators des Vengralischen Triumvirat rechnet das Vengralische Triumvirat für 6 Monate führt zu einem folgenden Monat hier. Minus 100%, was? Sozialforschung minus 100%, dafür plus eine Entscheidung, Etagebetten. Für 6 Monate keine, ach komm, das können wir machen. Ich nehme jetzt mal die Etagenbetten. Kann ich einmal die Entscheidung treffen, Etagenbetten rauszukloppen. Machten das nochmal, die Etagenbetten. Plus 10% mehr Wohnungen, aber nur für 960 Tage. Ja. Das ist eigentlich ein ziemlicher Scheiß, wenn ich mal ehrlich sein darf. Gott, habe ich viele Arbeitslose, ich muss da jetzt echt mal was machen. Forscht mal schneller. Eventuell muss ich die Leute halt auch einfach mal auf den anderen Planeten rüberpacken. Hier 3 Leute oder so. Dann hätte ich ja nochmal einen weiteren Slot zur Verfügung. Ah, endlich. Na, also das machen wir offenen Märkte. Handelswert unseres Reiches wurde um 10% erhöht. Kann ich noch den Grundhandelsschutz erhöhen und die Marktgebühr um 10% reduzieren. Wir sind aber immer noch nur bei 427. So, unsere Forschung wurde jetzt leicht verbessert. Ingenieursforschung, ja, bekommen wir nochmal ein bisschen. Immer noch 3 Arbeitslose, also wird es Zeit, dass wir Leute mal umsiedeln nach Ulassia Prime. Ich nehme natürlich die Arbeitslosen. Ach, scheiße, das kann ich nicht machen. Dann verliere ich das eines der Gebäude. Ne, dann muss ich es anders machen. Dann werde ich hier lieber nochmal einen Arbeitsplatz so erschaffen. So ärgerlich es auch ist. Ich hätte es gerne anders gemacht, aber es geht nicht. Kann ich von der Nahrung her nochmal ein bisschen... Hier geht's nicht. Hier kann ich's machen. So, haben wir ein fragwürdiges Reich hier. Imagine the profit margins on this tech. Okay, Gravitationssensoren haben wir jetzt hier uns geholt. Oh, und endlich Forschungskomplex. Ja, das könnte uns aus der Scheiße reiten. Dass wir halt forschungstechnisch endlich mal irgendwo rauskommen. Also ich habe halt immer noch extremes Pech, was meine Flottenkapazität angeht. Wenn man bedenkt, wie lange wir schon im Spiel sind, ne? Und ich habe immer noch keine Forschung gefunden, die meine Flotte jetzt hier erhöht. Oder zumindest, es hat sich halt noch nicht gelohnt für mich, das zu tun. Ein Wrack wurde identifiziert. Ah, das gehört einem der Kolaktora. Wer sind denn die Kolaktora? Mal gucken, wer das ist. Das sind die da. Ja, dann schulden die mir einen Gefallen. Sag ich mal, ihr könnt es wieder haben. Man muss es von der Seite betrachten. Die schulden dir dann halt einen Gefallen und das hat dann natürlich schon gewisse Vorteile. So, die freuen sich, ich bekomme jetzt hier 100 Einfluss, dadurch, dass ich das bisschen Erz zurückgegeben habe. 100 Einfluss ist der Hammer. Und dann auch noch einen Gefallen, den sie mir schulden. Das heißt also, ich kann den einfordern bei bestimmten Abstimmungen, wie hier zum Beispiel. Oder auch so handeln. So, endlich. Befehlst du mir Flotte erhöht, aber ich habe noch nicht die Gesamtflottenstärke erhöhen können. Ich mache erstmal das da. Alles, was die Forschung beschleunigen wird, hilft uns. Construction complete. Dumm-di-dumm-di-dumm. Sozialexperiment. Direkt über der Atmosphäre ist eine kleine aerolotische Kolonie gefunden worden, die anscheinend autark gewesen ist. An Bord wurden die sterblichen Überreste verschiedener Spezies gefunden. Ein Sozialexperiment hat da stattgefunden. Ein grausames. So, wir haben jetzt hier einen Arbeitslosen.
wir erstmal hier ein bisschen für Ackerbau sorgen. Finde ich bei einer Kolonie eigentlich immer eine gute Idee. Passt am besten eigentlich. Wieder ein Arbeitsloser. Na gut, einer ist okay. Kann ich hier noch irgendwas bei meinen Erlassen machen, da die Gesundheitskampagne läuft? Die Recycling-Kampagne kann ich machen, dann. Construction complete. 500 Energy Credits bekommen. Nahrungspolitik läuft immer noch auf dem richtigen Weg. Hier kann ich die gemischte Wirtschaft momentan nicht ändern. Ideenmarktplatz will ich auch noch lassen. Tja, kommen wir nach wie vor nicht drum rum. Meine Flotte ist über dem, was sie sein sollte. Kannst du nichts dran ändern. Da und da und da. Die müssen wir alle noch nachholen. Was machen meine Forschungsschiffe? Ja, die forschen hier immer noch. Wie wild hier durch die Gegend. Dir sich für. Also das ist einfach nur ein riesiges Kauderwelsch hier. Ein schreckliches welches. Ding, ding, ding. Lernen musste. Die neuesten Sensormessungen von Nuga'an B zeigen, dass der Stern regelmäßig pulsiert. Ja, das ist ja schön. Dann bekomme ich jetzt hier die Ausstellung pulsierende Sterne. Log updated. Außerdem möchten die einen Wirtschaftspakt mit mir schließen. Stimme ich zu. Jetzt bin ich im Überlegen, wo sind die pulsierenden Sterne? Untersuch das Dimensionsportal. Ja, mache ich mal. Gehe zu. Ah, hier sind die pulsierenden Sterne. Wird schwierig sein, da ein Forschungsschiff hinzubringen. Kommt man nicht hin wegen dem Scheiß da. Ah, das hatte ich doch neulich schon mal in meinem Livestream, dass ich das so blockiert war. Ärgerlich. So. Dauert noch eine ganze Weile. Vor allem, ich blockiere gerade eben das dafür ein anderes Projekt. Ja gut. Construction complete. Wir können gerade eben nicht viel tun, außer warten. Eventuell mal schauen, wie es jetzt hier noch in der... was geht hier noch ab? Das ist jetzt die Abstimmung über galaktischen Marktgründen. Wäre cool, wenn ich mir den sichern könnte. Komm, ich bin mal dafür. Ich muss mir eine Menge Einfluss dafür sichern. Eine Menge Einfluss sichern. Arbeitnehmerrechte. Bin ich dagegen? Ich bin ja schließlich Lobbyist, ne? Diplomatische Bedeutung von Flottenstärke reduzieren. Oh, aktuell bin ich da voll dafür. Kollektive Abfallwirtschaft, diplomatische Bedeutung von Wirtschaft. Bin ich dafür. Regulatorische Erleichterungen widerrufen. Widerruft den Beschluss regulatorische Erleichterung. Was ist denn das? Sicherlich bei der Wirtschaft, oder? Da. Diplomatische Bedeutung von Wirtschaft. Da bin ich dagegen, dass das rückgängig gemacht wird. Alt. Was habe ich denn jetzt hier abgestimmt? Der breite Schild. Scheint nichts Schlimmes gewesen zu sein. Okay. Okay, alles gut. Jetzt macht das Konstruktionsschiff hier nochmal das hier sich schnappen. So, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich jetzt hier an diesen ganzen Kram rankomme. Das kann ich auch noch nicht machen. Hier gibt es noch ein bisschen. Oh, eine archäologische Stätte. Ich habe inzwischen auch den DLC für archäologische Städtenfreunde. Aber wie ihr seht, das beginnt halt leider jetzt erst, ne? Und nicht schon vorher. That's an issue. Ich finde diesen Knotenpunkt ja eigentlich ganz sinnvoll. Mache einen Sternhafen hin und sammle dann hier den Handelswert ein. Ich hätte eigentlich auch ganz, ganz gerne diesen hier. Oh, was ist jetzt? Eine Dimension des Leidens haben wir gefunden.
Oh je, nee, das kenne ich schon. Ein Dimensionsportal auf Ginyan Prime scheint zu einem Reich zu führen, das auf fundamentaler Ebene dem Geist eines fühlenden Wesens gegenübersteht. Jeglicher Kontakt mit Material dieser Dimension verursacht intensive Schmerzen und sollte der Kontakt für mehrere Minuten anhalten, auch zu intensiven suizidalen Drängen. Oh mein Gott. Wir können versuchen, es zu schließen oder wir können es studieren. Ach, man kann bestimmt Profit rausschlagen. Ich sag, wir studieren es. Wir studieren dieses dämliche, gefährliche Portal. So, ich habe immer noch keine Jut-Artefakte übrigens gefunden, was mich total nervt. Das nervt mich mehr, als ihr euch das vorstellen könnt. Die Frage ist, auf Ginyan oder wie hieß das Ding? Ginigan? Nee, das war's nicht. Das auch nicht. Okay, Sekunde, wie hieß der Krese? Man kann ja solche Ausgrabungen leider auch nur dann machen, wenn einem das Gebiet gehört, also wenn man es beansprucht hat. Irgendwas andere. Ich suche mal nach Ginigan, genau. Ginigan. Wie kann ich das jetzt hier untersuchen? Planetary Exploitation Forecast complete. Oder war es Ginigan B1? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich sagte eigentlich, sie sollen es untersuchen, aber interessiert anscheinend das Spiel gerade eben nicht. Oder es gibt jetzt einfach nur noch Events, die das jetzt hier mir ermöglichen. This tech had better generate some revenue. Endlich der Forschungskomplex. Meine Fresse, war das anstrengend. So, das heißt, ich kann jetzt die Forschungsanlagen hier upgraden. Ein bisschen zumindest kann ich es, denn ich habe ja ein bisschen exotische Gase. Mache ich gleich zwei Stück davon. Mehr kann ich mir momentan nicht leisten. Dafür brauche ich mehr Gase. Blöderweise kriege ich die, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres her. Denn ich kann sie aus irgendeinem Grund noch nicht abbauen. Ich kann sie noch nicht abbauen. Ich kann sie nur herstellen, diese Gase. Construction complete. Ja, ich bin mir der Ironie bewusst, Freunde. Ich bin mir der Ironie definitiv bewusst. So, du kannst jetzt hier eigentlich nochmal ein bisschen Zivilindustrie machen, angesichts der Situation. Oh, ich repariere diese automatisierte Werft. Ich glaube, ich habe jetzt natürlich Schiffe bekommen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Naja, Migrationsabkommen können wir machen. Ich mache immer noch 3,8 plus, ne? Habe ich eigentlich schon irgendwelche Rivalen ernannt? Nein, habe ich nicht. Aber ich bin eh eine Corp. Ich glaube, ich kann das gar nicht. Als Megacorp ist das, glaube ich, nicht möglich. Wenn ich mich recht erinnere. Naja, ihr seht, ich habe eigentlich genügend Gas, wie ich gerade eben sehe. Ich müsste bloß endlich mal erforschen dürfen. Aber vielleicht ändert sich dadurch jetzt hier mal ein bisschen was. Silizium-Lebensformen, wupp wupp. Nichts, was mir hier drin was bringen würde. Construction complete. Auf jeden Fall kommen wir jetzt aus unserem Forschungsloch raus. Und zwar ab jetzt. Mehr Forschung, die Forschung. Jetzt sind wir schon bei 258. Incoming transmission. Let it go to voicemail. Die wollen in die Föderation. Yo, dürft ihr von mir aus gerne. Habe ich keinen Stress mit. Jetzt habe ich das hier endlich beschleunigt. Die bekommen immer nur Befehlslimit. Dieses Spiel verarscht mich. Ich nehme es jetzt einfach mal. Ich habe nachher ein Befehlslimit von einer Flotte, die in 18 sein darf, aber ich darf dann 50 Schiffe in eine Flotte mit reinnehmen. Könnte ich nur so viele unterhalten? Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Eine fragwürdige Diskrepanz der Logik.
Spezialtrick. Friedhofsexpedition. Kann ich das eigentlich hier direkt machen? Gehe zu. Mach das doch gleich mal. Wie wär's denn damit? Technology discovered. Red. Und dann kannst du ja auch noch gleich die Anomalie untersuchen. Und hier noch die Anomalie untersuchen. So. Nochmal ein bisschen mehr Forschung. Ich hole mir jetzt Forschung, wie ich nur kann. Da ich muss aus diesem Dilemma rauskommen. Wurde wieder ein Beschluss verabschiedet. Yay. Resource scan complete. Das Ärgerliche ist, Leute, dass ich momentan ja nicht mal wirklich hier mitwirken kann. Aber ich spare mir jetzt einfach schon mal hier den Einfluss an, weil es als nächstes kommt. Ah, galaktischen Marktgründen. Doch, möchte ich. Da bin ich versehentlich vorhin nicht auf Daumen runter gekommen. Ich möchte natürlich, dass der galaktische Markt gegründet wird und ich möchte versuchen, dass er meiner wird. Ich will jetzt ein bisschen mehr Einfluss jetzt hier auf alles bekomme. Muss da nicht hinfliegen, das kann der ja machen, der ist deutlich schneller. Der ist deutlich schneller. Oh, nice. Oh, der Bunkerbot. Wie schön. Warte mal. Ich lasse ihn seine Berechnungen zu Ende führen. Das bringt mir hier tatsächlich... Jawohl. So viel Einfluss, wie ich dringend brauche. Oh, mit Robotern könnte ich jetzt natürlich meine Bevölkerung noch weiter nach oben pumpen. Ich möchte Roboter haben. Und dann verkaufen wir die. Das sind dann Propagandabots, die uns Lobbyismus betreiben. So, wie sieht's hier aus? Ja, wir sind inzwischen schon. Wir sind immer noch das Unwichtigste. Das ist so schrecklich. Das ist einfach so schrecklich, wie unwichtig wir sind. Ja, ihr seht, es ist verdammt schwer da aus der Sache wieder raus. Es ist auch ein bisschen Glück. Es ist auch ein bisschen Glück, habe ich so das Gefühl. Oh, die Vorläufer. Wo muss ich da eigentlich hin? Wir haben noch ein Konstruktionsschiff, das jetzt das hier machen kann, Projekt erforschen. Ist halt nicht in meinem Raum, aber ich kann es ja trotzdem machen, ne? Das sind ja alles hier meine Leute. Du forschst dir das dann noch. Gibt es hier eigentlich noch mehr Anomalien? Construction complete. Glaube nicht. Da ist noch irgendwas, aber da komme ich nicht hin. Ja, das sind die pulsierenden Sterne. Noch eine verfallene Schiffswaffe, was ich hier nicht alles finde. Na also, Befehlslimit der Flotte erhöht. Yeah! Und ich fühle mich weiterhin verarscht. Komm, ich mache jetzt etwas, was schnell geht. Verwaltungslimit von 5% mehr kann ich immer brauchen. Zum Glück spielen wir ja im Ironman-Modus. Technology acquired. Noch mehr Forschung, so. Oh, experimentelle Subraumnavigation könnte mir da weiterhelfen. Dann komme ich nämlich vielleicht da rein. That would be the plan. Bin ich gerade bloß am Gucken. Ist da irgendwo noch... Nee, da ist nichts mehr. Doch, hier haben wir noch was. Eine richtig schwere Anomalie. Vielleicht hilft die mir weiter. Boah, jetzt forschen wir endlich mal. Das nächste wäre, oh, endlich Gase abbauen können. Gase. Wir finden nochmal eine Ausgrabungsstätte, aber wahrscheinlich nicht in unserem eigenen Gebiet, oder? Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren mit dem eigenen Gebiet. Mal gucken, Horchposten. Nee, ich muss das hier so machen. Handelsknoten, dann ist der hier eins weiter, genau.
Und dann mache ich hier noch einen Ankerplatz jetzt endlich mal hin. Es ist einfach so eine Möglichkeit, einfach meine Flotte noch mal ein bisschen zu vergrößern. Unterhalt für angedockte Schiffe kann ich hier noch mal dann senken. Dann sage ich, dass sie hier andocken sollen, oder? Wäre jetzt so mein Gedanke. Ja. Das ist einfach nur so eine zwischendrin Nummer hier. So, warte mal, was kann ich jetzt machen? Marktgebühr senken? Grundhandelsschutz? Ne, ich mach die Marktgebühr. Mach ich mehr Kohle durch den Markt. Wo wir gerade eben dabei sind, mehr Kohle durch den Markt zu machen, ne? Ich bin der größte Mineralienhändler jenseits des Orion. Oder so in der Art. Wie stark sind die Viecher eigentlich hier? 3,4k. Ja, kann ich immer noch total vergessen, die hier irgendwie auseinanderzunehmen. Ich würde es gerne, aber ich kann es vergessen. Ich finde es übrigens krass, wie die es geschafft haben, hier so stark zu werden, ne? Die haben halt einfach deutlich mehr Planeten. Prospect analyzed. Ist halt nisch, ne? Technology discovered. Red. Mehr Verwaltungslimit. Kann ich jetzt endlich irgendwie... Nein. Spiel sagt nein. Ich nehme hier... Planetare Hauptstadt verbessern. Spiel sagt immer noch nein. Und jetzt ist mir auch noch hier mein Sozialwissenschaftler weggestorben. Ich hole mir einen, der länger lebt. Kann ich da eigentlich was tun? Nein. Wird hier noch irgendwas tun? Nee, der lässt mich aber... Ach, das ist ja der. Boah, ist das mies, ey. Guckt euch das mal an. Man kommt hier nicht durch wegen denen. Okay, ich habe einen anderen Plan, Leute. Ich brauche die Subraumnavigation und dann kann ich hier rüber jumpen. Und dann kann ich hier was machen. Aber ohne das geht gar nichts. Die Penner blockieren hier halt einfach alles. Unfassbar. 263 exotische Gase. Insgesamt 4 Jobs. Die Bevölkerung hier soll nicht so sehr in Büroangestellte. Ja, das. Incoming Transmission. Ja, wenn du willst, darfst du rein. Habe ich keinen Stress mit. Ich denke, ich fange jetzt hier zum ersten Mal an mit Robotern. Wir fangen jetzt an mit Roboterbewohnern. Oh, ich wurde beleidigt. Ach ja, die fanatischen Säuberer. Wo wart ihr nochmal? Doch, ich habe ja schon Rivalen. Wo seid ihr denn? Velutrianer. Was habt ihr schon wieder im Angebot? Einen nuministischen Schrein. Für 4000 nehme ich. Kaufe die Katze im Sack. Was macht denn der nuministische Schrein? Das ist doch bestimmt eine Entscheidung. Luxusgüter, Kriegsrecht, Tagenbetten. Nee. Weiß nicht, was der nuministische Schrein ist. Und sie haben mir nochmal 200 Ocken geklaut, diese Schweine. Was habt ihr noch im Angebot? Trium Atmosphären Deodosierer. Für 4 Bewohner? Nein, das mache ich nicht. Ich kann gerade eben keine Bewohner abgeben. Das wäre absolut schrecklich. Research complete. Sehr schön. Ja, die hier zu attackieren wäre vielleicht eine Idee, aber ich brauche halt dafür immer noch eine fucking Flotte. Na, ihr seht ja, was die hier haben. Lol. Imagine the profit margins on this tech. Nein, wir sehen überhaupt nicht, was die hier haben. Endlich, die Subraumnavigation ist da. 500 Jahre später. Wer hat eine Idee, die zu bezwingen? So, kann ich das jetzt hier versuchen? Nee, kann ich nicht. This tech had better generate some revenue. So, endlich. Jetzt kann ich hier das hier endlich abbauen und das hier endlich abbauen.
Das heißt, ich könnte das hier upgraden. Aber ich komme da immer noch nicht rüber. Experimentelle Subraumnavigation. Oder war das mit dem Wurmloch? Ne, das ist die Wurmlochstabilisierung. Bringt mir also auch nichts. Ich hätte auch noch ein eigenes Wurmloch, wie ich gerade eben realisiere. Ach, die Flottenhaltung darf nicht ausreichend sein. Moment. Jetzt probiere ich es mal. Okay, er kann da nicht hin. Nee, er ist verschwunden. Okay, jetzt probiere es einfach mal, ob er da jetzt landet. So, wen habe ich jetzt hier verloren? Anführer ist gestorben. Wurde aber ersetzt. Okay, gut. Okay, Leute, dann würde ich aber mal sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Situation bleibt, ja, mittel. Wir versuchen uns hochzuarbeiten, aber es bleibt einfach eine anstrengende Situation. In der galaktischen Rat gründen. Könnt ihr machen, meinetwegen. This tech had better generate some revenue. Das ist dann quasi wie so eine Regierung, die einige Entscheidungen vorverlegen kann. Okay, Leute, dann verabschiede ich mich von euch aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, macht's gut, tschüss und ade.